Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Diese Woche wieder mit vielen spannenden Themen. Unter anderem geht es um die Fördermöglichkeiten 2015. Was wir sonst noch alles für Sie haben, jetzt im Themenüberblick. Wohnen der Zukunft. Ein innovatives Wohnkonzept hält jetzt auch Einzug in den ländlichen Raum. Und neues Jahr, neue Fördermittel. Wie Sie 2015 beim Sanieren oder Modernisieren bares Geld sparen können. Der Trend zum Wohnen geht wieder hin in die Stadt. Natürlich hat das auch mit den Annehmlichkeiten und mit der Bevölkerungsalterung zu tun. In Pfullingen entsteht gerade ein komplett neues Konzept für Mehrfamilienhäuser von der Firma Schwörer. Und zwar wird die einfachste geometrische Form, das Quadrat, genutzt, um Lofts zu schaffen, wie Sie sie fast noch nie gesehen haben. So sieht die Zukunft des Wohnens aus. Auf der Internationalen Bauausstellung in Hamburg sorgte dieses Gebäude für Aufsehen. Die Case Study Number One. Ein mehrgeschossiges Wohngebäude, welches aus vorgefertigten Modulen zusammengesetzt wurde. Die kleine Schwester, die Case Study Number Two, entsteht in Pfullingen am Fuß der Schwäbischen Alb. 7 loftartige Wohnungen, alle zwischen 90 und 130 Quadratmeter groß. Der Entwurf für die Case Studies stammt aus der Feder des Architektenehepaares Aman Fusi. Grundsätzlich haben wir uns die Frage gestellt, wie wird man im 21. Jahrhundert wohnen? Und der Entwurf ist so entwickelt, dass wir haben eine sehr klare, minimale Struktur definiert, die auch möglich ist durch diese Module, präfabrizierte Module. Und die ermöglichen eine große Flexibilität, so dass wir auch eine Antwort geben können an die unterschiedlichen Lebensbedürfnisse der Menschen. Die Dynamik, mit welchen die Lebensentwürfe in unserer Gesellschaft sich entwickeln, sind sehr unterschiedlich. Und wir haben die Gelegenheit, mit diesem System auch uns ständig anzupassen an wechselnde Lebensformen. Umgesetzt hat das innovative Konzept das Unternehmen Schwörerhaus. Dieses reagiert damit auf sich ändernde Wohnbedürfnisse. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts wächst der Markt für neue Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Das liegt auch daran, dass es immer mehr Menschen in die Städte zieht. Wir übertragen das Baukonzept, was wir aus dem Ein- und Zweifamilienhaus in den letzten 50 Jahren entwickelt haben, übertragen wir aufs mehrgeschossige Bauen. Das Thema ist, es wird immer weniger Neubauland ausgewiesen, man möchte die Flächenversiegelung stoppen und gleichzeitig soll es zurück in die Stadt gehen, wo dann mehr Wohnraum benötigt wird und wir übertragen sozusagen dieses Wissen jetzt in den mehrgeschossigen Bau rein. Nicht mal ein Jahr dauert es, bis ein Case Study fertiggestellt ist. In Pfullingen können die Eigentümer und Mieter Anfang des Jahres 2015 einziehen. Was den Bau des Case Study vereinfacht, ist unter anderem die witterungsbeständige Vorfertigung der einzelnen Module. Das garantiert eine verkürzte Bauzeit und hohe Qualität. Ja gut, die Vorteile ist zunächst mal, dass man sehr, sehr viel bereits im Werk integrieren kann in die Wände. Und dadurch nicht so viele Einzelgewerke auf der Baustelle draußen handeln muss. Und das bringt natürlich Kostensicherheit und sorgt dafür, dass ich auch in der Angebotsabgabe einen günstigen Preis anbieten kann. Diese neue Form des Bauens, die sogenannte Hybridbauweise aus Holz und Beton, ist eine Möglichkeit, qualitativ hochwertigen und gleichzeitig bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Mit dem Projekt Case Study können Städte und Gemeinden ihre Flächen nachhaltig nutzen. Der Verkaufspreis für den Quadratmeter liegt bei durchschnittlich 2.900 Euro. Geplant sind weitere Case Studies, dazu braucht es aber natürlich das Bauland. Was darf ich in meiner eigenen Wohnung? Worauf muss ich bei Mietverträgen achten? Was kann beim Hausbau alles schiefgehen? Beim Thema der eigenen vier Wände gibt es immer viele Fragen. Einige davon beantworten wir Ihnen jede Woche in den News und die kommen jetzt. Wer in eine unrenovierte Wohnung einzieht, ist nicht verpflichtet, Schönheitsreparaturen durchzuführen. Das entschied das Landgericht Heilbronn. Vorausgegangen war ein Fall, in dem der Mieter in eine renovierungsbedürftige Wohnung eingezogen war.
Laut Mietvertrag war er verpflichtet, Schönheitsreparaturen zu übernehmen. Der Vermieter verlangte einen Vorschuss für die Arbeiten. Das Amtsgericht gab ihm zunächst recht. Nach Berufung des Mieters stellte sich das Landgericht aber auf dessen Seite. In diesem Fall werde der Mieter verpflichtet, nicht nur seine eigenen Gebrauchsspuren zu beseitigen, sondern auch die seines Vormieters. Mieter dürfen in ihrer Wohnung mit dem Musikinstrument üben. Das Musizieren darf im Mietvertrag nicht grundsätzlich untersagt werden. Voraussetzung ist, dass die üblichen Ruhezeiten eingehalten werden. Diese sind von 12 bis 14 Uhr und von 22 bis 7 Uhr. Wer sich seinen Traum vom eigenen Haus erfüllen möchte, sollte schon beim Grundstückskauf aufpassen, denn nicht jeder Untergrund kann ein Gebäude tragen. Häufig stecken im Boden böse Überraschungen. Ein Stück Land wird erst dann zum Baugrund, wenn es erschlossen ist. Ohne Infrastruktur mit Straßen, Gehwegen, Schmutzwasserkanälen, Wasser-, Elektro- und Gasleitungen darf kein Haus gebaut werden. Mit einem Baugutachten gehen Bauherren auf Nummer sicher. Zwar ist dies nicht zwingend erforderlich, die Verantwortung liegt aber beim Bauherrn. Wenn Sie Ihre Immobilie sanieren wollen, dann sollten Sie das auf jeden Fall im kommenden Jahr machen. Die Fördermöglichkeiten sind wahnsinnig groß, die Zinsen niedrig. Welche Möglichkeiten es genau gibt, das zeigen wir Ihnen nach der Werbung. Modernisieren, energetisch sanieren oder barrierefrei umbauen. Für Sie, die ein Eigenheim besitzen, sind das wahrlich keine Fremdworte. Doch welches sind die richtigen Förderprogramme? Wo muss ich mich hinwenden? Das ist die große Frage im Dschungel. 2015 gibt es Fördermöglichkeiten noch ungeahnter Höhe, billige Kredite und hohe Zuschüsse. Wir erörtern dieses Thema nachher hier im Studio. Doch erstmal der Beitrag zum Thema. Mit der Umstellung auf erneuerbare Energien kann jeder Einzelne einen Beitrag zur Energiewende leisten und bares Geld sparen. Auch 2015 gibt es von der KfW und der L-Bank Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen für Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen. Die BAFA fördert erneuerbare Energien und Wärmeerzeugung. Also was momentan sich sehr gut anbietet im Bereich der Finanzierung, eben auch sagen wir, energetische Maßnahmen, vielleicht auch mit Sanierung, Barrierefreiheit, behindertengerecht zu machen, weil für beide Maßnahmen momentan ein Zuschuss von jeweils 10% möglich sind, maximal 50.000 Euro je Wohneinheit. Einen Nutzen von den Fördermöglichkeiten haben hauptsächlich Hauseigentümer. Mieter profitieren davon nicht. Diese müssen dafür aufpassen. Modernisiert der Vermieter, können zusätzliche Kosten für den Mieter entstehen. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, was passieren könnte durch diese Sanierungsmaßnahmen. Einmal kann der Vermieter die entsprechenden Mehrkosten der energetischen Modernisierung bei der Kaltmiete draufschlagen über 10 Jahre. Alternativ muss ich aufpassen, was eben an Verbrauchskosten auf mich zukommt. Weil sagen wir, der Brennstoffkauf muss ich selber als Mieter finanzieren. Wer plant, sein Eigenheim zu modernisieren, sollte sich noch in der Planungsphase informieren, ob alle Fördervoraussetzungen erfüllt werden und wann der Förderantrag zu stellen ist. Informationen zu den Fördervoraussetzungen gibt es unter www.bafa.de. Zum Thema Fördermöglichkeiten 2015 begrüßen wir herzlich Herrn Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg. Herzlich willkommen, Herr Göppel. Herr Bonach, vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Herr Göppel, 2015, es gibt wahnsinnig viel Neues. Aber es gibt auch ein neues Gesetz. Ja, das Gesetz ist das Erneuerbare Wärmegesetz vom Land Baden-Württemberg. Was ist neu nächstes Jahr? Neu ist, dass die von den 10 über 15% und dass also aus den Wohngebäuden jetzt auch die Nichtwohngebäude mit enthalten sind. So, und da wird es spannend. Und dann gibt es verschiedene Prozentpunkte. Also die 15% gibt es in 5er Schritten, in 10er Schritten und dann kommen dann die 15%. So, jetzt kann man das eigentlich raussuchen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, diese 15% zu erfüllen. Einmal mit Solarthermie, das ist eigentlich die Solaranlage für Warmwasser und für Heizungsunterstützung. Oder man geht her und sagt, Mensch, jetzt wollte ich schon lange mein Dach sanieren. Also kombiniere ich das. Oder ich mache gleich komplett 100% erneuerbare Energien, zum Beispiel mit Pellets. Oder der, wo die Möglichkeit hat, anzuschließen an ein Nahwärmenetz, das sind natürlich die Gewinner. Goldgräberzeiten gibt es ja aber für die wirklichen Sanierer, eine Bestandsimmobilie. Wer jetzt nicht saniert, so habe ich mich im Vorfeld der Sendung informiert, der braucht, glaube ich, fast nie wieder sanieren. Herr Baunach, das ist richtig. Also es ist wirklich so, es gibt Förderprogramme, es wird schwierig, sogar auch für die Energieagentur, das noch auseinanderzuhalten oder zu kombinieren.
Das Positive ist, man kann jedem raten, das heute zu tun. Denn so gut, bin ich mir hundertprozentig sicher, wird es nicht mehr. Und zwar, es gibt Förderprogramme, Sie kriegen heute zum Beispiel Darlehen für 0,75%. So, jetzt können Sie wählen. Machen Sie mit Tilgungszuschuss, dass Sie früher fertig sind mit dem Darlehen. Oder Sie können sogar hergehen und sagen, ha, ich will kein Darlehen, sondern ich nehme gleich einen Direktzuschuss. Und der ist wahnsinnig hoch. Ja, und der Direktzuschuss sieht so aus, wenn er jetzt aus seinem Altbau ein energetischer Neubau macht, also Energieeffizienzhaus, ein gutes, der kann sogar bis zu knapp 19.000 Euro pro Wohneinheit bekommen. So, also das lohnt sich. Und dann gibt es, glaube ich, noch das altersgerechte Sanieren, wo es nochmals Geld gibt. Richtig, also das kann man dann kombinieren. Plus nochmal auch für die zukünftigen Investoren nächstes Jahr. Wer zum Beispiel jetzt sein Gebäude renoviert und nimmt zum Beispiel das Darlehen, der kann bis zu 75.000 Euro bekommen fürs Energetische. Und wenn er jetzt noch das verknüpft mit altersgerechtes Wohnen, ja, da kann er nochmal 50.000 Euro hier in Anspruch nehmen. So, und also eine tolle Kombination. Und ich glaube nochmal, wenn man halt sieht, wir werden alle älter, ich glaube, da steht nicht nur das Energetische im Vordergrund, sondern vielleicht aber auch hier das altersgerechte Sanieren. 2015 wird für Sie auch garantiert das Jahr der Arbeit. Und zwar die Energieagentur Ravensburg. Man muss nicht mehr hin, sondern Sie gehen jetzt zu den Leuten. Und Sie haben hier auch einen ganz tollen Flyer mitgebracht. Das funktioniert ja alles in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale. Ja, da sind wir stolz drauf. Und zwar bis jetzt war es immer so, unsere Hauseigentümer, wo sanieren wollten, wo neu bauen wollten, sind zu uns gekommen. Jetzt gehen wir in der Tat raus. Und zwar, es gibt zwei Checks. Einmal den Basischeck, so wie der Name das schon sagt, ist ein vereinfachter. Da geht es um den Energieverbrauch, Strom, Wärme, was kann man tun, Potenziale, ein kleiner Bericht, der Eigenanteil liegt bei 10 Euro. So, und das Tolle ist eigentlich, da gibt es noch einen besseren Check, das ist der Gebäudecheck. Und wenn man den zum Beispiel heute sieht, da sind die Inhalte drin. Und zwar, da wird das ganze Gebäude aufgenommen, Heizungsanlage. Es wird genauso aufgenommen, die Gebäudehülle. Dann, was kann man tun mit Heizungsanlage, mit erneuerbaren Energien? So, und der Check kostet 20 Euro Eigenanteil. Der Rest wird finanziert vom Bundeswirtschaftsministerium. Und ich glaube nochmal, wenn man das jetzt sieht heute, die vielen Förderprogramme, was man kombinieren kann, ist das eine ganz gute Grundlage, vorher diesen Check zu machen. Herr Göppel, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch. Schön, dass Sie da waren. Herr Bauder, auch von unserer Seite aus nochmals herzlichen Dank für diese Sendung. Und was ich mir wünsche, viele Investitionen, viel Energieeinsparung. Ich glaube, das ist ein Mehrwert für alle. Ich denke, das ist ein guter Weg und Ansatz für 2015. Liebe Zuschauer, das war es für diese Woche hier bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Kommende Woche unser Hauptthema, der Einbruchschutz. Seien Sie gespannt, was die Polizei alles mitteilen wird. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Tschüss.